Vor gut einer Woche habe ich mir die AirPods Pro gekauft und dafür gab es im Endeffekt drei wesentliche Gründe. Zum einen war da einfach der Grund, dass meine Powerbeats Pro den Geist aufgegeben haben und ich diese zurückschicken musste. Der nächste Grund war dann, dass die AirPods Pro zum ersten Mal langfristig unter 230 Euro bei Amazon gefallen waren und ich mir deshalb dachte, die unterstützen Active Noise Cancelling, was außerdem der dritte Grund ist, deswegen bestelle ich mir die einfach mal. Nun ja, einen Tag später waren meine AirPods Pro da und ich war tatsächlich etwas enttäuscht erstmal, denn ich habe diese AirPods Pro ausgepackt und habe mir die dann etwas genauer angesehen und musste einfach feststellen, dass diese Spaltmaße zwischen diesem Stiel hier unten und diesem Adapter hier oben drauf sehr, sehr groß waren und sich da ultraschnell Dreck drin gesammelt hat. Okay, das ließ sich vielleicht noch verkraften. Ich habe die AirPods Pro dann einfach mal getestet und habe festgestellt, erstens mal hatte ich direkt am Anfang ein, zwei Verbindungsabbrüche und dann war dieses Grundrauschen, das beim Active Noise Cancelling zwar grundsätzlich normal ist, einfach so laut, dass man es selbst bei ungefähr 30-40% Musiklautstärke immer noch gehört hat. Und da dachte ich mir dann, okay, so kenne ich das eigentlich nicht, weil ein Kumpel von mir hat ebenfalls die AirPods Pro, die habe ich auch damals schon mal getestet, da war das nicht der Fall. Deswegen habe ich Amazon angeschrieben und wie man Amazon kennt, keinen Tag später war ein Ersatzprodukt da und das mag ich jetzt einmal gemeinsam mit euch auspacken. Das heißt, ich packe die AirPods Pro einmal beiseite und wir packen meine Ersatzlieferung aus und ich hoffe tatsächlich, dass das jetzt besser wird. Ja, also die Verpackung ist, denke ich mal, komplett identisch aufgebaut. Ich denke mal, ich habe auch definitiv Original-Kopfhörer bekommen, aber wahrscheinlich einfach nicht so gut verarbeitete. Okay Leute, ich bin gerade wirklich ein bisschen gespannt, wenn ich ehrlich bin, aber ich packe die jetzt einfach mal aus. Oha. Und wir ziehen es auf. So Leute, jetzt bin ich gerade wirklich, wirklich gespannt. Ich mache die jetzt auf und dann vergleichen wir mal. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal um einiges besser aus. Aber ich muss auch wieder sagen, das hat mich bei den ersten auch ein bisschen gestört, dass diese Ohrstöpsel, die da drauf sind, sehr, sehr chemisch riechen. Also, ja, okay, hier geht es jetzt, aber bei den ersten habe ich die wirklich, ich habe die in die Hand genommen und dachte mir so, bah. So, schauen wir uns trotzdem nochmal den Rest an. Kabel ist dabei und wir riechen jetzt auch nochmal kurz an den Kopfhörern hier. Boah, doch, aber auch die riechen richtig chemisch, also ich weiß nicht, ob die einfach nicht lang genug ausgedünstet gelassen wurden, aber nun ja, ich denke mal, das gibt sich mit der Zeit. Ansonsten wäre hier auch noch das Lightning-Kabel, ganz normal zum Aufladen. Aber das soll es an dieser Stelle auch erstmal gewesen sein. Moin Leute, ich melde mich gerade mitten aus meinem Urlaub zu euch. Ich bin hier gerade an einem wunderschönen Badesee und ich hatte in den letzten Tagen, beziehungsweise eigentlich schon Wochen, die Möglichkeit, die AirPods Pro ein bisschen zu testen und mag jetzt einfach mal meine Erfahrungen mit euch teilen. Kommen wir als erstes zum Design. Und hier muss ich tatsächlich sagen, ich finde diese AirPods Pro wirklich sehr angenehm unauffällig. Das Einzige, was ich aber selbst bei dieser Ersatzlieferung sagen muss, dass ich diese Naht hier zwischen dem Stiel und dem Kopf einfach nicht perfekt finde. Man sieht sie definitiv, es sammelt sich auch hier wieder Dreck dran, auch wenn es besser ist als bei meinem ersten Exemplar. Aber das hätte Apple, finde ich, noch einmal sauberer verarbeiten können. Der nächste Punkt, der mich ein bisschen stört, ist, dass diese Silikontipps nun einfach einmal weiß sind. Und ja, auf weiß sieht man einfach alles. Und wenn ich sage alles, dann meine ich halt auch wirklich alles. Das ist wirklich nicht so ideal gelaufen. Das Ladecase an sich ist sehr klein und handlich. Es ist ein bisschen größer als bei den normalen AirPods, aber es ist immer noch so klein, dass man es bequem in der Hosentasche mitnehmen kann. Die AirPods Pro halten darin magnetisch ziemlich gut.
Und ich muss sagen, ich hatte auch nie Probleme, die hier rein oder raus zu tun. Auch das Scharnier hiervon macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Es hat ein minimales Spiel, aber so ein bisschen Spiel müssen diese Scharniere ja auch haben. Kommen wir also direkt zum Wichtigsten, und das ist die Klangqualität. Und hierbei muss ich wirklich sagen, dass Apple mich auf voller Linie überzeugt hat. Man bekommt hierbei ein wirklich sehr rundes Klangbild. Das heißt, wir haben einen guten Bass, gute Höhen und gute Mitten. Das sollte wirklich den meisten Hörern gefallen. Ja, es gibt noch einmal bessere In-Ear-Kopfhörer, aber das ist hier schon mal auf sehr, sehr hohem Niveau. Als nächstes zum Active Noise Cancelling. Und hierbei muss ich sagen, war ich am meisten gespannt, weil meine Powerbeats Pro waren zwar klanglich schon sehr, sehr gut, die ich vorher hatte, aber sie hatten natürlich kein Active Noise Cancelling. Und deswegen dachte ich mir, ja, deswegen sollte es ja auch die AirPods Pro werden. Die haben Active Noise Cancelling an Bord und ich habe auch dieses jetzt mehrere Tage getestet, vor allem auch auf der Hinfahrt hier zu diesem Badesee. Und ich muss sagen, ja, zum Beispiel solche Fahrtgeräusche beim Autofahren, Hinweis an dieser Stelle, natürlich nicht als Fahrer tragen, werden sehr, sehr gut isoliert. Man muss sagen, man hört sie immer noch ein kleines bisschen, aber die sind schon deutlich reduziert. Hingegen Stimmen, muss ich sagen, werden nicht ideal rausgefiltert. Da habe ich wesentlich Besseres von Over-Ear-Kopfhörern erlebt. Aber man muss natürlich auch sagen, das sind In-Ear-Kopfhörer. Da kann man das auch einfach nicht in diesem Maß erwarten. Was ich aber fast wesentlich praktischer finde als dieses Active Noise Cancelling, ist tatsächlich dieser Transparenzmodus, in dem man quasi die Außengeräusche verstärkt wahrnimmt. Und ja, an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, tragt die AirPods Pro nicht, während ihr euch mit Leuten unterhaltet, das ist einfach unhöflich. Aber ich finde es besonders praktisch, wenn man zum Beispiel mit den Kopfhörern Fahrrad fahren möchte oder auch einfach in so einem Wartezimmer sitzt oder irgendwo in einer Situation ist, wo man jederzeit angesprochen werden könnte oder darauf wartet, angesprochen zu werden. Denn durch diesen Transparenzmodus kriegt man das dann einfach mit und sitzt da nicht da und merkt nichts von seiner Umwelt. Also das finde ich wirklich sehr, sehr praktisch gelöst. Nun zu den Funktionen der AirPods Pro. Im Endeffekt wird alles über diesen kleinen Stiel geregelt. Ihr könnt hier drauf drücken, beziehungsweise es ist kein richtiges Drücken. Ihr bekommt ein kleines Feedback im Ohr, wenn ihr drauf gedrückt habt. Und es sind im Endeffekt drei Kommandos möglich. Ein einfacher Klick, ein doppelter Klick und ein dreifacher Klick. Voreingestellt sind folgende Optionen. Ein einfacher Klick pausiert den Titel bzw. Macht wieder Play. Ein doppelter Tipp springt zum nächsten Titel. Ein dreifacher Tipp springt einen Titel zurück. Und die vierte Funktion, was ich ganz vergessen hatte, wenn ihr diesen Stiel gedrückt haltet, dann bekommt ihr auch ein Feedback im Ohr und dann wechselt ihr zwischen den einzelnen Modi hinterher. Hier könnt ihr aussehen, ob ihr zwischen Transparenz und Active Noise Cancelling oder zwischen irgendwelchen anderen zwei Modis hin und her wechseln wollt. Das Einzige, was mich an dieser Stelle tatsächlich ein bisschen gestört hat, ist, dass das akustische Feedback, was ihr im Ohr bekommt, immer das gleiche ist. Das heißt, ja, das klingt vielleicht blöd, man erkennt nicht auf den ersten Moment, zu welchem Modus man gerade gewechselt hat. Nach ein paar Sekunden merkt man das dann bestimmt, weil man gegebenenfalls halt entweder seine Umgebung lauter hört oder halt eben nicht. Aber ich würde das halt am liebsten sofort wissen, ob ich jetzt im Noise Cancelling oder im Transparenzmodus bin. Da hätte Apple zumindest das Geräusch ein bisschen anders machen können. Ich bin kein Fan davon, wenn das bei anderen Herstellern dann direkt ein Wort gesagt wird, was jetzt für einen Modus eingeschaltet wird. Das finde ich immer sehr nervig, aber das Geräusch hätte einfach anders sein können. Okay, an dieser Stelle noch ein ganz kurzer Hinweis. Ihr habt an den AirPods Pro nicht die Möglichkeit, die Lautstärke zu regulieren. Das bedeutet, ihr müsst entweder hierfür eure Apple Watch verwenden, was auch relativ schnell geht, oder immer euer iPhone zur Hand nehmen oder ihr fragt eben Siri, was aber in den meisten Situationen Schwachsinn ist. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so ideal gelöst. Das war bei den Powerbeats Pro definitiv besser. Ich finde, Apple hätte das auch hier lösen können, zum Beispiel durch ein nach unten oder nach oben Wischen an den AirPods Pro. Aber dieses Feature fehlt auf jeden Fall. Kommen wir als nächstes zur Akkulaufzeit. Und hier muss ich sagen, bin ich auch sehr positiv überrascht. Also es hieß ja ungefähr 4,5 Stunden können die beiden Kopfhörer ohne dem Case genutzt werden. Und mit dem Case kommt man dann noch über 24 Stunden. Wir sind jetzt vorgestern hierher gefahren und ich muss ehrlich sagen, die Dinger haben immer noch, ich glaube, 60% Akku war es vorhin und ich habe wirklich sehr, sehr viel Musik gehört. Auch sehr, sehr viel mit Noise Cancelling. Ich glaube, hierbei muss man sich keine Sorgen machen, zumindest nicht am Anfang. Ihr wisst es selbst, die Dinger haben Batterien bzw. Akkus und die werden mit der Zeit immer schlechter. Das heißt, ich rechne auch hier damit, dass das Ding in spätestens 3 bis 4 Jahren Elektroschrott ist, weil die lassen sich aufgrund der Bauart natürlich nicht austauschen, die Akkus, und sobald die Akkus einmal wirklich nachlassen, kann man die Dinger, so wie sie sind, in die Tonne kloppen. Kommen wir als nächstes noch zum Punkt Tragekomfort und hierbei muss ich sagen, ja,
die sitzen relativ angenehm im Ohr. Ich hatte auch nie so das Gefühl, dass die eventuell rausfallen könnten. Da muss ich wirklich sagen, bin ich ziemlich zufrieden. Ich bin mit dem auch schon mal laufen gewesen, auch das hat ziemlich gut funktioniert. Ein Punkt muss ich sagen, man hat ja bei diesem Active Noise Cancelling immer so ein bisschen Unterdruck im Ohr. Bei dem ersten Exemplar, was ich bekommen habe von Amazon, war dieser Unterdruck im Ohr sehr, sehr stark. Das war hier wesentlich besser. Also man hat diesen Unterdruck immer noch leicht. Das ist für Active Noise Cancelling auch relativ normal. Aber das war in einem sehr erträglichen Maß, sodass einem das kaum aufgefallen ist. Ja, ich würde sogar so weit gehen, dass man diese Kopfhörer auch wirklich diese 4,5 Stunden, diese Durchhalten am Stück im Ohr behalten kann. Und wem dabei tatsächlich dieser Unterdruck stört, der kann natürlich auch das Active Noise Cancelling ausschalten. Dann ist dieser Unterdruck komplett weg. Was zum Active Noise Cancelling noch zu sagen wäre. Ja, ihr habt hier definitiv ein ganz leises Grundrauschen. Ich hatte bei meinem ersten Exemplar, was ich bekommen habe, das Problem, dass dieses Grundrauschen sehr, sehr laut war. Das war hier jetzt nicht mehr der Fall. Also ich würde sagen, bis ungefähr 10% Lautstärke kann man dieses immer noch wahrnehmen. Alles, was man darüber abspielt, dann ist dieses Grundrauschen komplett weg. Und ja, dieses Grundrauschen tritt natürlich sogar etwas lauter auch bei diesem Transparenzmodus aus. Wenn euch das stört, könnt ihr einfach beides ausschalten, dann habt ihr dieses Grundrauschen gar nicht mehr. An dieser Stelle dann aber auch nochmal der Hinweis, wenn ihr Transparenzmodus und das Active Noise Cancelling ausschaltet, dann ist die Soundqualität tatsächlich ein klein bisschen schlechter. Denn nur während das Active Noise Cancelling oder dieser Transparenzmodus an ist, wird durch diese Mikrofone, die verbaut ist, permanent die Umgebung vermessen und somit auch der Sound permanent angepasst. Also das Maximum an Sound bekommt ihr meiner Meinung nach, während das Active Noise Cancelling angeschaltet ist. So Leute, der Urlaub ist jetzt fast vorbei und an dieser Stelle möchte ich noch mal ganz kurz über den Akku sprechen. Das heißt, ich habe die Teile am Freitag früh geladen und es ist heute Montag gegen, wir haben es jetzt 12 Uhr. Und ich bin mit der Akkulaufzeit wirklich sehr zufrieden. Ich habe wirklich jeden Tag sehr viel Musik gehört, auch mit Active Noise Cancelling. Und wir sind aktuell beim Case bei 8% Ladekapazität und bei den Kopfhörern selbst bei ungefähr 50% Ladekapazität. Das sollte also noch ungefähr für 2 bis 3 Stunden, also für die Rückfahrt, reichen. Wer also hiermit einen kleinen Kurztrip machen sollte, der muss auf jeden Fall kein Ladekabel dabei haben. Da setzt das iPhone definitiv eher aus. Ach, und was ich an dieser Stelle noch ebenfalls kurz zeigen möchte, ist natürlich der enorm einfache Kopplungsprozess. Ihr müsst im Endeffekt natürlich die AirPods nur aufklappen und dann nach einem kurzen Moment wird euch dieses Pop-up angezeigt, wodurch ihr die AirPods erstens koppeln könnt und zweitens auch seht, wie viel Akkustand die aktuell noch haben. Ich finde das persönlich sehr praktisch und das bekommt man bei fast keinen anderen Bluetooth-Kopfhörern geboten. Okay, wie ist mein Gesamtfeedback? Ich muss wirklich sagen, den AirPods Pro hat Apple sehr, sehr gute In-Ear-Kopfhörer konzipiert. Und der Hauptgrund, warum ich sie mir jetzt im Endeffekt gekauft habe, war schlichtweg, dass sie wirklich auf 230 Euro gesunken sind. Und ich finde, das ist ein Preis, den man hierfür wirklich sehr gut bezahlen kann. Ich habe sie bei Amazon gekauft. Ich kann jedem immer nur empfehlen, kauft euch das Zeug bei Amazon. Ja, Amazon hat definitiv nicht nur gute Seiten, aber was Kundenzufriedenheit angeht, ist Amazon eindeutig mein Favorit. Wie gesagt, ich war mit meinem ersten Exemplar wirklich nicht 100% zufrieden, aber Amazon hat mir einfach sofort ein Ersatzexemplar zugeschickt. Da muss ich wirklich sagen, besser geht's eigentlich gar nicht. Okay, das soll es aber auch von diesem Video wieder gewesen sein. Abonnieren und liken nicht vergessen und ansonsten sehen wir uns wie immer im nächsten Video.